Leverkusens Polen in trauter Umarmung. Leżniak und Buntzow. Die Spieler aus dem Osten sind es, die die Mannschaft aus dem Westen nach oben schießen. In der Uerdinger Grotenburg mussten sie sich aber erst einmal einschießen. Noch ein Ausländer, der Brasilianer Jorginho, auf Buntzow. Drüber. Nicht zu fassen. Dann eine echte Polonaise. Buntzow auf Leżniak. Torwart Grüninger. Leverkusen wollte endlich zum ersten Mal beim Werksrivalen erfolgreich sein. Trainer Gelsdorf. Hier die Polen, dort die Dänen. Der kleine Laudrup Breien überragend auf Uerdinger Seite. Von Schmielewski gefault. Freistoß. Und noch ein Däne. Jan Bartra. Vollborn mit den Fingerspitzen. Ein weiter Einwurf gelangt schließlich auf den Fuß von Matti und von dort an die Latte. Uerdingens Trainer Wohlers 0-5 gegen 0-4, 0-0 zur Pause. Die Leverkusener zeigten die reifere Spielanlage. Ein weiter Pass auf Jorginho und dann ein überlegter Andrzej Buntzow. Die Führung des Gastes nach einer Stunde. Das nun folgende Uerdinger Anrennen bot viel Platz für Leverkusener Gegenangriffe. Leżniak. Er sucht Demand. Der rennt sich fest, aber Leżniak hatte das wohl geahnt. Noch ein Polentor, 10 Minuten vor Schluss. Wer hätte das gedacht? Leverkusen im achten Spiel ungeschlagen und Kopf an Kopf mit den Großen aus Köln und München.